So, und dein Kollege wird hier auch noch einmal abgeschossen. Pam! Haha! Auf ins Gemetze! Hehe! So, da fehlt noch ein. So ein. Ich spezifiziere das manchmal auch gar nicht mehr so toll. So, oh, wir brauchen noch ein. Ein Seerosenblättchen. Oh, mit Augen drin. Mit Orangen oder Grün oder Pink, Silber, Weißen oder wie auch immer. So, dann machen wir mal so hin. Der da oben, der hüpft, ne? Was passiert denn? Ich beobachte das einfach mal eine Runde. Haha, der wird einfach abgeschossen und dann hat er nicht mehr sonderlich viel zu lachen. So, ich bin drauf und dran, dann noch ein paar Sternfrüchte hinzusetzen. Einfach mitten in den Kampfbereich, weil die eben doch schon recht doll reinhauen. Zwischendurch mit denen noch mal ein bisschen aufrüsten. Noch eine Sternfrucht hin, oder wollen wir mal sehen, was da draus wird. Mit unserer rein verschwenderischen Technik, die aber schon... Okay, den machen wir auch mal weg. Na gut, das war noch nicht so gut. Hinfort mit dir. Lass meine Sternfrucht in Ruhe. Haha, Kopf weg und dann ist Ruhe im Kartönchen. So, kleine Sternfrucht, kommen Sie ran. Zwischendurch noch ein Seerosenblättchen und machen wir uns auch gar keine Sorgen, machen, dass irgendjemand weggegriffen hat. Genau, wir machen uns überhaupt gar keine Sorgen. Und abgesehen davon, dass wir uns Sorgen machen, da haben die Jungs sich einfach mal quer durch unsere Pflänzchen geknabbert, weil so viele auf einmal gerade aus dem Wasser herauskamen. Wie ich sehe, ist das noch symmetrisch. Und das wiederum gefällt mir sehr gut. Weil effektiv und so. Der wird jetzt nämlich von 1, 2, 3 Sternfrüchten beschossen, muss leider dann dran glauben. Und wird letztendlich beseitigt. Nicht so gut. Dann machen wir da nochmal einen hin. Aber es hat sich jetzt auch gleich mit ihm. Noch ein Sternfrüchtlein hin und dann war es das. Ja, guck mal, so schön kann man das lösen. Wirklich super. Und die kleinen Pilzis sind glücklich. Wir haben ordentlich übrig behalten, keine Poolreiniger verschwendet und haben das mit Strategie hinbekommen. Ich glaube, das ist doch mal ein Applaus wert. Moment. Hoffentlich hört sich das nicht zu peinlich an, nicht so, als würde ich das Mikro verhauen. Aha, wir haben Post. Hey. Hallo, hier ist deine Mutti. Bitte komm rüber, es gibt Hackbraten, aber ich mag doch keinen Hackbraten. Wobei, ich habe ja noch gar keinen gegessen. Lass die Haustür offen und den Rasen ungeschützt. Herzlichst Mutti, also nicht die Zombies. Okay, ich vertraue ihm, also... Warum ist es auf einmal so dunkel? Ja, mach mal das Licht an, ne? Das verheißt nichts Gutes, naja... Hoffentlich überlebst du die Nacht. Haha, danke. Das ist ja nett von dir. Wir haben einen Flugsaurier dabei. Ach, du heiliger Bimbam. Und nur bei Blitzen sehen wir was. Auf jeden Fall gehören die irgendwo vorne. Da so ins Wasser, das ist schon mal was. Die weiter in die Mitte. Die Kollegas, weiß ich auch noch nicht so ganz. Lass ich einfach mal da. Sternfrucht auf die andere Seite auch. So, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Hier so hin. Das war auch sehr intelligent. Deswegen mache ich das ja auch. Au. Nein. Unsere Sternfrucht ist, glaube ich, hinfort. Dafür lasse ich ihn jetzt einfach mal passieren. So, da so. Das war natürlich genau falsch. Kopf weg. Ach, es ist schrecklich, nichts zu sehen. Ah, da kommt jemand. Mana. So, und mal so ein Pflänzchen rein. Weil ich nichts sehe, deswegen... Ach, ist das grausam. Ist das schrecklich. Mach mal hier mal das Licht an. So, dann noch eine Sternfrucht vielleicht hin. Alles hier mit Seerosenblättern dicht tackern. So, irgendwo... Weiß ich auch nicht, so da vorne vielleicht. Ja, war gar nicht mal so schlecht. Dann machen wir da auch noch eine Sternfrucht rein und dann Sternfrüchte das hier so richtig. So, und ans Ende, so dahin. Nein, ich wollte doch ans Ende. Mensch, verstehst du das nicht, oder was?
So, also ans Ende. Das hat gut geklappt. Gerade im Blitz. Ja, das war nicht so gut. Wir brauchen ein Seerosenblättchen, die ich natürlich alle verprasst habe, ich alter Gauner. Na, blitz mal. Blitz mal. So, da kam das, glaube ich, rein. Wo wollte ich die jetzt hin tun? Machen wir die ruhig hier hin. Und dahin. Und ja, da müssen wir noch mal ein bisschen aufrüsten. Das kam dann hier so hin. Und da. Guck mal. Nimmt das Form an oder nimmt es Form an? Auch wenn ich nicht mit Gewissheit sagen kann, dass da nicht doch einer durchgekommen ist. Ja, und was sollte da jetzt wegwehen? Das müssen wir doch noch ein wenig aufsparen. Für Psycher. War da jetzt gerade schon eine? Zwei sogar. So, Gewitter mal. Also Blitz mal. Und oh. Das sieht aber nicht so gut aus. Aha, passt, genau. So, und der ist gleich leider kaputt und wir haben keinen Ersatz für ihn. Schade, schade. Aber wir haben natürlich sowas hier und sowas. Und sowas. Und sowas. Und wenn wir schon dabei sind, ne, dann können wir es gleich mal voll machen. Der andere, na gut, dann machen wir den hier, ist ja egal. Symmetrie muss auch nicht immer sein, solange es effektiv bleibt. Ich kann leider nicht sehen, wo schon was ist. Das tut mir leid. Blitz mal, bevor das Geld weg ist. So, Geld mitnehmen. Die paar Röhnchen. Kann man den schon mal einsacken? Wenn der Deppi das einem überlässt. Und nicht selbst beansprucht. Ja, ja, komm ruhig her. Ich erwarte dich. Mal sehen, was die gegen diesen kleinen Hobbelmänner ausrichten können. Sternig sieht das auf jeden Fall aus. Und sonderlich viel scheint das nicht gewesen zu sein, sonst wären die nicht so tot. Ob man vielleicht da das Gewitter kurz wegpusten kann? Nein, kann man nicht. Hätte ja sein können, ne? Hätte ja sein können, ehrlich. So, ich glaube lieber hier hin. Ach, ich habe gesehen, da hat sich da jemand durchgepult. Ich glaube schon. Das ist dann natürlich nicht so optimal. Ne, ein Drehorgel-Sanduhr-Ding. Hofmann. So, der hat sich verabschiedet. Wir haben immerhin schon eine Welle überstanden. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Vielleicht gelingt es mir ja sogar ein wenig mehr Ordnung reinzubringen. Aber was wegnehmen will ich eigentlich auch nicht. Und ich würde gern sehen, wo ich jetzt noch was schützen kann. Also. So, da noch einen hin. Ham, du bist gleich tot. Max Payne, du bist tot. Würde dann Vlad sagen. Für die einen oder anderen unter euch, denen das gerade was sagt. Ansonsten ist das auch nicht weiter schlimm. Ich versuche so weit wie möglich auf andere Let's Plays keinen Bezug zu nehmen. Manchmal bleibt es aber nicht aus, dass in der ein oder andere Seitenhieb dann kommen muss, aus mannigfaltigen, irgendwelchen utopischen Gründen, die sich dann gerade als... Nein! Dieser alte Halunk hat sich einfach gnadenlos, na gut, lassen wir das mal, nämlich einer extremistischen Organisation angeschlossen. Und meinte, sich hier hochjagen zu müssen für Freiheit, weiß ich auch nicht, irgend so ein Zeug halt, ne? Für was man halt so kämpft, irgendwelche ehrenwerten Ziele, die eigentlich nur gemein sind. Und sowieso nichts bringen, außer Tote und... Das hat ja immer noch, also wie wir gelernt haben, nie so den Effekt gehabt, wie... Wer ist das da? Wie wir denn auch so dachten, oder Mann? Mann, sie... Simon. Ja, ich würde gerne was sehen. Gut, alle sind noch in Arbeit. Da nicht mehr. Da auch nicht.
Juhu, wir haben das Level geschafft. Das ist schön. Ich spare mir mal das in Ordnung bringen, da ich ja selbst nicht sonderlich viel sehe. Wir haben einen... einen Kohlkopf. Genau. Nämlich den Kohl abholt. Ohne Färbung für namhafte Firmen zu machen, schleudert Kohlköpfe auf den Feind. Hihi, und damit haben wir dieses... Rabbel, 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 ich bin noch gar nicht fertig. Brabbel, brabbel, Hut auf dem Kopf, brabbel, Augenausfall. Mensch, Typ mit Bauch. Wo war ich? Genau, wir haben dieses vierte Levelansammlung mit den Nebellevels jetzt auch endlich geschafft und kommen aufs Dach. Juhui, jetzt haben wir sogar bis aufs Dach geschafft. Also sie, ne, die Zombies. Das sind ja vielleicht ein paar hartnäckige Zombies, Mann. Du brauchst hier jetzt die Cola-Pulte, weil das Dach so schräg ist. Mensch, du, ich dachte, das wäre ein Flachdach. Vergiss das nicht, dann läuft alles wie geschmiert. Hihi. Chupaldi, und wer bist du? Ein Bungee-Zombie, der von oben kommt? Ganz normale Zombie-Horde, wir packen endlich mal Sonnenblumen ein. Haha, super. Den Cola-Pult natürlich. Ich glaube, ich weiß nicht, was zu tun ist, aber die müssen doch eigentlich auch recht hoch schießen können, ne? Wenn das Spiel logisch ist. Und wenn wir hier zum Beispiel da so einen hinsetzen, dann geht er so hoch möglicherweise und kann dann darüber schießen. Vielleicht? Vielleicht auch nicht. Vielleicht probieren wir es aus oder auch nicht. So, du bist wichtig. Wer ist noch wichtig? So einer? So einer? Vielleicht machen wir auch diese altbewährte Taktik mit Schnapper und wo? Ja, wo denn? Ich habe ihn verloren. Ach, da oben ist ja die Walnuss. So, Cola-Pult. Cola-Pult kommt ganz links, davor die Sonnenblümchen und davor müssten wir eigentlich 1, 2, 3, 4 und ich glaube 5 und danach wird es dann gerade. Also hätten wir dann Cola-Pult, Sonnen. Dann müsste der eigentlich theoretisch schon rüberschießen können. Also könnten wir diese Ansammlung machen. Oder wie gehabt, lassen wir den weg und nehmen Schnapper mit für den Kerl da oben. So, des Weiteren bräuchten wir... Ja, sonderlich viel Platz ist da ja nicht, ne? Wir haben jetzt immerhin schon 4 Felder belegt. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich bin dafür, wir machen da vorne Sternfrüchte hin und noch irgendwelche Sachen, die wir natürlich irgendwie brauchen könnten. Zum Beispiel Matschkürbis. Brauchen wir den? Brauchen wir nicht. Kinderkram. So. Wen nehme ich jetzt noch mit? Sag mal schnell. Den hier, komm. Und auf geht's. Genau, 5 und dann geht's los. So, Sonnenblümchen gepflanzt. Ach, da. Hauptmenü. Verlassen. Ich habe da doch was übersehen. Nämlich das alte Häkchen. Ich gehe doch nicht ohne meine Hake aus dem Haus, das kannst du ja vergessen. So, weiter, genau. Perfekt. Achso, dann ist die Hake natürlich nicht da. Level Neues starten. So, jetzt müssen wir die Pflanze nochmal auswählen. Ja, bla bla bla. Haben wir schon alles? Böse Zombies, So, du und dich hatte ich ausgewählt. Du und... Weiß nicht, du und du, das ist jetzt alles ein bisschen random durcheinander. Achso, den Cola-Pult sollten wir mitnehmen. Den Schnapper hatte ich angedacht, den nicht. Weil Kinderkram und ich glaube den hier. Oder nicht den, oder doch den, oder doch den. Gucken wir mal, probieren wir mal. Die Hake liegt da. Und auf ihm mit Sonnenblümchen pflanzen. Ach, dieses ewige Rumgewackel hat mir ein wenig gefehlt. Ich muss es... ehrlich gestehen. So, zweites Sonnenblümchen. Lasst euch ruhig noch ein bisschen Zeit, wir kommen zurecht. Die bösen Zombies. Nein. Welch ein Graus, ein Zombie. Ich glaube, das wird ihm wehtun. Oh, aua. Hat du aua?
So, den würde ich auf jeden Fall ganz gerne mit einem nagelneuen Cola-Pult erledigen, um das einfach mal zu demonstrieren, wie cool das Ding ist. Dass das da so rüberschießen kann. Hihi. Und kaputt ist er gleich, während wir hier fleißig Sonnenblumen pflanzen, in der Hoffnung, dass wir dann genügend haben, um uns das nächste Cola-Pult zu finanzieren. Da so zum Beispiel.